Hier. Bist du einmal rein rausgegangen? Ja. Okay, dann hast du es aber nicht abgestellt, dann ist alles gut. Okay, dann Leute. Herzlich willkommen zurück. Wir spielen nach gut einem halben Jahr wieder Red Dead Redemption Online 2. Ja. So, dann schauen wir mal, wo wir hingehen. Haben wir hier irgendwo? Da oben hätten wir einen Kopfgeldauftrag. Komm, dann fahren wir mal nach da oben. So, und ich öffne dann mal ganz kurz meinen Stream und schaue, ob man dich auch hört. So, ihre Audio wird mit einbezogen. Ja, mit dem freshen Tobi, ja? So. Dann sag mal was und dann höre ich, ob man dich im Stream hört. Anime wo? Ja. Hört man mich denn? Ja, man hört dich ganz leise. Aber man hört dich. Ja. Erstmal den Zug hier gekapert. Ne? Über meinen Stream hört man dich, ja. Du bist zwar leise, aber... Nö, ist kein Problem, ich muss nur mal... ...das Spiel ein... ich muss das Spiel nur eine... Oh, dann bremsen wir mal ab. Denn wir haben hier hinten eine Mission, die wir absolvieren können. Okay. Ich hoffe, mein Speed liebt wieder, weil... ich habe gestern mal einen kurzen... ja... eine halbe Stunde mal getestet, ob ich noch in dem Spiel drin bin. Und dann ist mein Speedy gestorben. Dein Speedy? Ja, mein Pferd Speedy. Aber da ist er ja. Aber wer von den beiden? Das ist dein Zimmer, das ist Speedy. Hi Speedy! So, und dann gehen wir mal Aufgaben annehmen und Geld verdienen, ne? Oh, ich habe hier Kopfgeld. Ja, ich auch. Ich hab 5. Oha, ich hab 8. Ach, du machst ja auch Scheiße hier. So, dann reden wir mal mit ihm. Ja, schön dich zu sehen, freut mich auch. Free Room Mission, ja. Was hast du denn für uns? Nee, gestohlener Wagen mache ich ganz bestimmt nicht. Wir wissen ja noch. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben noch hier. Okay. Ja. Bon chance, ja, okay. Dann nehmen wir das doch mal an. Findet auch Kutsche ernsthaft, ist doch eine Kutsche. Die Mission hast du auch auf der Karte, ne? Begib dich zum Suchgebiet. Ja. Okay, gut. So. Och, wer hat hier so blöd den Zug geparkt? Ach. Nicht zufällig. Und hat auch nicht zufällig 101 Abonnenten, ne?
Wer ist das denn? Oh, das sind andere Spieler. Ja, bitte lass mich. Ich hoffe, die beefen nicht, ja. Ist mein Pferd etwas schneller als deins? Nee, ich hab so. Aber ich hab. Ich hab noch die Hälfte Ausdauer. Oha, okay. Ich hab ein gutes Pferd. Ich bin stolz auf Speedy. Oh. Aua! Tritt er mich hier vom Pferd? Ich muss mein Pferd aber bald mal da pflegen. Die Hufen sind ein bisschen kaputt gegangen. Oh, ist ein Tier. Ich sehe, ist das ein roter Punkt auf der Karte? Ja, ja, und das ist das Tier. Oh, ich habe gestern auch ein, zwei Hirsche gefangen und habe die verkauft, deswegen habe ich ein bisschen mehr Geld. Ah. Wie kann man das nochmal sehen? Ich habe 173 Dollar. Na komm, ich bin ja nur im Traben. Juhu! Jetzt mit dem besseren Pferd hier. Ich muss sagen, na okay, ja, zur Zeit, wo wir das hier gerade aufnehmen, ist ja auch Winter, deswegen schneit es ja auch ein bisschen. Es sieht echt schön aus. Ja. Aber hier müssen wir jetzt irgendwie eine Kutsche finde. Ja, dachte ich mir auch, eine Postkutsche, das freut mir gar nicht. Aber guck mal, da vorne haben wir es doch. Doch, wir brauchen die Kutsche, ja. Habe auch den direkt erschossen. Komm her. So, da ist auch noch einer. Komm her. Patsch. Wie siehst du denn aus? Und dann erstmal ein bisschen looten. So. Das ist auch noch einer. Okay, ich freue mich gar nicht auf Kutschenreiten, aber. Das schaffen wir schon. Ich fahre diesmal als vorsichtiger. Willst du einen Hut haben? Ja, ist das scheiße. Oh, das weiß ich, das muss ich mir nicht sagen. Die Kutsche ist jetzt schon festgefahren. Keine 2 Meter gefahren? Hier, fahr du. Mir doch egal. Ja, ich würde sagen, die. Die Aufgabe schon verkackt. Kann man nicht irgendwie zurückfahren? Doch, doch! Man kann rückwärts fahren, das wusste ich gar nicht. Dann hätten wir die letzte Kutsche aus einer alten Folge gar nicht kaputt machen müssen. Das ist ja jetzt nicht. Tschö. Ich wusste gar nicht, dass man das. Du kannst ruhig mein Pferd nehmen. Ich bin gerade gestorben. Wie das? Ich bin von der Kutsche geflogen. Okay. Aber wenn ich komm her, ich warte hier an der Straße auf dich. Kannst hier nicht drauf. Was? Andere Spieler können die Greifer Kutsche angreifen, also pass auf.
Der Kutsche ist mal so langsam, ey. Ich lauf lang. Jetzt hält er die Kutsche an. Ich hab dir außerdem die Leine gegeben. Jetzt gibt er mir die Leine wieder. Schießen, da sind Gegner. Aua. Ich hab nicht mehr viel Leben. Ich glaube, ich esse mir jetzt mal was. Ich hoffe, ich habe noch was zu essen. Ja, okay, ich hab was zu essen. Okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Leben. Pass auf, hinter uns. Ah, ne, das ist ein Pferd, ne? Oh, hier sind Gegner. Vorne ist auch einer. Oh, wir haben es geschafft. Guck mal. Ich hoffe, jetzt kriegen wir gut Geld. 200 Gold, Dings sparen. Goldbarren? Okay. Damit würde ich mich zufrieden geben. Naja, wir haben... Oh, ein paar Dollar. Nicht schlecht. Ich habe sogar eine neue Gürtelschnalle erhalten. Hm. Echt? Ja. Okay, ich sehe gerade, für eine tägliche Aufgabe müssen wir noch 2 Freeroom-Sachen abschließen. Heißt, gehen wir mal zur nächsten Mission. Was ist hier in der Nähe? Wir hätten ja Kopfgeld, aber Kopfgeld können wir noch gar nicht machen, ne? Dann lass nach Joe gehen. Ich box gleich dein Pferd hier. Mein Pferd ist stärker als deins, ja. Glaub mir, der tritt dich weg. Oh. Dein Pferd hat echt wenig Ausdauer. Ich glaube, du solltest es mal pflegen gehen. Ich streichel es mal. Im Stall. Wenn du mit dem Pferd ins Stall gehst. Oder irgendwie... Wie, ich wollte gerade mal gucken, wie konnte man nochmal streicheln? Nee, das war schießen. Das war zielen. Irgendwie kann man auch das Pferd streicheln, aber... Komm bei deinem Pferd. Okay. Was wollen die beiden hier eigentlich? Geht auf Seite, Jungs. Mal die Waffe wieder ein. Was? Einladungen? Da wollte jemand, dass ich in einem Freeroom-Event beitrete? Ja, nö. Okay. Hatte man sich auch gerade eben. So. Ja, minus 1 Grad. Es ist ein bisschen kalt hier. Ja. Hier rechts ist ja die Aufgabe. Ich hoffe, das ist eine vernünftige Aufgabe. Und nicht wieder irgendwas mit Kutschen. Ich kann Kutschen nicht mehr sehen. Ne, ich auch. Mach die Tür auf, Minion. Dann nicht den anderen Eingang. Mach die Tür auf. Oh, ich nehme mal den Eingang. Ach, das bist du.
Beutelgeldmission. Ach, das ist Story-Sachen. Ah. Ah ne, wir müssen ja noch Free-Room-Mission machen. Was gibt's hier? Bootsdiebstahl, okay. Pferdediebstahl. Oh, rette Sträflinge aus der Hand. Ja, komm. Ja, wir holen jetzt Sträflinge von den Polizisten weg. Geil. Unless they owe me, which these sorry bastards will. Some old friends of mine being brought up to Van Horn for hanging. I would rather that didn't happen. I would rather you broke them out. So go out there and get them. Make sure they owe me their lives. Naja, mach mir schon. Begib mich zum Wagen. Ehre verringert? Warum ist meine Ehre weniger? Ach, so wie es aussieht, ist wieder eine Kutsche. Ich mach mal einen Wegpunkt da hin. Ach, da hin? Ach, der bewegt sich. Ah, okay. Hier so hin. Ich halte mich gerade an deinen Hüften fest. Na, du weißt ja noch, ich habe ja keine Zähne, ne? Das könnte beim Zungenkuss angenehm werden. Durch meine Gaumen durch. Vor allem durch Gaumen. Mhm. Durch mein Zahnfleisch durch. Ohne Zähne so. Mein armes Pferd ist voll außer Puste. Was machst du mit meinem Pferd? Ich glaube, da kommt das Pferd nicht durch. Nee. Ah, wir müssen zwei befreien. Guck mal, ach, wir sind ja schon fast da. Und da sind drei Polizisten. Ich wechsle aber die... Ich kann die Waffe nicht dazu wechseln. Ich kann nur mit dem Revolver schießen. Ja. Mit extra so ein schönes Gewehr. Hast du dir ein neues Gewehr gekauft? Nö, das habe ich ja schon die ganze Zeit. Ich bin zu Fuß schneller. So, Verbrechen begann. Ja. Du bist tot? Was machst du? Komm her. Okay. Okay, wir haben die Kutsche. Nein, du sollst nicht da drauf klettern. Könnt gerne rauskommen. So. Wenn ich halt dein Pferd. Komm mit. Komm aufs Pferd. Genau. Oh, da kommen ein paar Cops.
dem Pferd gehorcht, aber... Alter! Wir sind gerade voll abgehoben. Dein Pferd ist tot. Ja, wir sind gerade hier hochgelaufen. Auf einmal fliegen wir voll hoch und... Ich nehme mal das Pferd von dem Sheriff. Eben lag das auf dem Boden. Hier war doch gerade noch ein Pferd. Warte. Jetzt kommt mein Pferd aber ohne dich. Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Achso. Hat es dich runtergeschmissen? Ah. Okay, der Weg ist nicht mehr weit. Den kriegen wir weg. So, Rangstufe 9 erreicht. Und 104 Dollar. Ne, 1 Dollar 4. So. Juhu. Juhu. So. Haben wir die auch befreit. Nett, nett. Kriegen wir? 50 Erfahrungspunkte. Oh, nochmal 254 und 10 Dollar, yes. Lass mal Tiere suchen und verkaufen. Ja. Das ist mit einem Krokodil. Wenn hier eins in der Nähe ist. Okay, du geh mal nach einem Tier suchen. Ich gehe hier gucken, ob ich die Steckbriefmission mittlerweile machen kann. Weil da müssten wir uns ja eine Lizenz für kaufen. Aua. Hier ist ein Reh. Wo? Hier am Friedhof. Okay, chill da. Ich hab's, glaube ich, gerade verscheucht. Aber hier sind auf jeden Fall ein paar Rehe. Okay, ich komm. Lauf doch weiter. Bei der Post ist sogar wieder was für mich. Komm, steigen wir ab. Wo ist hier ein Friedhof? Da oben, wo ich eben war, in der Nähe. Ma'am, hoping to see you here again. Nein, du sollst das wegpacken. So. Postmeister. Ach komm, bezahle ich mein Kopfgeld. 2 Dollar. Kein Problem. Now, I appreciate your eagerness, but you and I should leave it a while longer before our next venture, okay? Ach wie, ich kann nicht wieder eine Mission von dir annehmen. Willst du mich verarschen? Nicht mal die Tür aufmachen. Okay, Steckbrieftafeln. Ja, du, boah, man braucht 10 Gold, um Steckbriefaufgaben machen können. Ich habe gerade mal ein bisschen mehr als 1 Gold. So, haben wir nicht noch hier irgendwo in der Nähe was, was wir machen können? Ich habe keine Ahnung. Wir haben da hinten... Aber wir können mal da hinten zum Stall fahren. Dann kannst vielleicht dein Pferd etwas Gutes tun, was ich auch noch machen muss. Ja gut, dann mache ich das auch schon. Weil die Hufen müssen mal ein bisschen gereinigt werden, weil... Er hat voll Schmerzen, er verletzt sich die ganze Zeit beim Reiten. Mhm.
Du bist auf einmal unsichtbar geworden. Huh. Ich bin ja auch runtergegangen. Ja, ich meine, du bist ja gelaufen und warst auf einmal unsichtbar. Okay. Zubehör und Dienste. Pflegeleistung. Komm, Pflegepaket, 7,50 €. Aussehen kann ich auch beenden. Guck mal, mach ich mal die Mähne ein bisschen anders. Geflochten. Irokese. Dreadlocks, aha. Den nehme ich lang, aber eine andere Farbe kostet Geld. Ach du Scheibenkleister. Okay. Der Schweif kostet auch. Neuen Sattel. Ist das ein Weihnachtssattel? Nee. Die Sättel sind noch in Ordnung. Pferde im Besitz verwalten. Speedy. Okay, nee. Aber jetzt. Oder vielleicht bei den Vorräten? So. Mehr kann ich nichts machen. Komm, nehme ich auch noch einen Striegel. Bro, wo bin ich jetzt? Alter, ist das dunkel hier. Guck mal, wo wir gespawnt werden. Ich hab schon gemerkt, ne? Wie kann ich mein Pferd einen Apfel geben? Wenn du auf dem Pferd drauf bist, dann LB den beim Waffenrad ausgerüstet lässt und oben dann bei Pferd drauf gehst. Ah, ja, ich hab's. Oh, ich nehme mal meinen Westernhut auf. Und Muskatnuss habe ich für mein Pferd. Guck mal hier. Guten Hunger. So, aber. Was machen wir jetzt? Ich such mal. Was haben wir hier in der Nähe? Das Kopfgeld können wir nicht machen. Da können wir auch nichts. Okay, das nächste wäre wieder bei Joe, wo wir eben waren. Aber das haben wir da. Fremde Person, oh. Gehen wir mal zur fremden Person. Mal gucken, was für einen Auftrag die für uns hat. Ich sehe schon, Kutsche fahren. Ja. Oh, hier hat gerade irgendwas ein Tier gebrummt. Hier ist vielleicht irgendwas zum Fangen. Dümm. Lass mich mal bei dir aufstehen. Na, komm her. Lässt dein Pferd aber noch voll gegen die Wand laufen, ne? Kann ich ja nichts. Voll nett bist du zu deinem Pferd. Ja. Wie reiten wir eigentlich gerade? Der Wegpunkt ist blöd. Es wird kalt. Die hat eine besondere Aufgabe für uns. Besondere.
Ich hoffe auch mit besonders viel Geld. Achso, auch noch für mich? Noch fresh werden hier. Okay, Ausdauer vom Pferd ist gerade weg. Komm hier, erst nochmal eine Holunderbeere. Genau. Oder Muskat. Oh, jetzt ist meine Ehre sogar höher geworden. Stein! Wie weit weg ist der eigentlich noch? Ich glaube nicht mehr weit. Ach, hier ist das hier schon. Oh, die fremde Person hat auf jeden Fall ein schönes Haus. Im Gegenzug zu den anderen Sachen, die wir da gesehen haben. Oh, Videofrequenz. Hey. It's all right. Bah. No such thing as a stranger here. Timmy, come on. Was machst du denn da? We got company. I told you I heard something. Well, ain't this a rare treat? Are you hungry? There's some stew in the pot. Someone let his plate go cold, didn't he? Well, now I wonder just how I got so distracted, sweetie pie. Stop it. Hey. I figure we got ourselves a strong, silent type here, Bray. Might be just the person we need for, you know what. Yes! Nice. I think you might be right. You see, there's some folk who done us wrong, some bad folk. Took advantage of our warm hospitality and disrespected Tammy here. And then just gone away. What do you think with the extra curd? Yeah. That is nice. Real silky. Now, we're just simple farmers. Someone like yourself might see fit to apprehend said folk and return them here to us for some reckoning of the situation. We'd pay them real well. And we can be real grateful. Now, last we heard, they was fixing to take a stagecoach north from Saint-Denis towards Van Horn. Well, I think that's the ernsthaft, Kutsche. Ain't this just a day to be thankful for? You know what? Der hat gerade schon wieder von der Postkutsche geredet. Oh, it'll be stone cold by now. Oh, nonsense. Well, I would eat your meat off a dirty floor, princess. You know that. Ah, oh Mann, ich kann keine Kutsche mehr sehen. Was? Warum Söldner? Was? Wie Söldner? Und warum ist eigentlich immer dein Pferd vor meinem Gesicht? Ich merk's. Ich weiß nicht, warum dein Pferd vor meinem Gesicht Ich glaube, dein Pferd mag dich nicht. Ja doch, mein Pferd ist nur dann bei dir aus Mitleid. Oh, das ist ein Krokodil. Nein, ich hab schlimme Erfahrungen. Ja, und du lässt mein Pferd da einfach beim Krokodil liegen, ne? Du hättest fast mein Pferd an den Krokodil verfüttert. Jetzt hat dein blödes Pferd mich runtergeschmissen. Komm, schnell drauf, so. Die Kutsche ist da hinten. Er folgt dem Weg. Dann kommt zu dem entgegen. Ich guck mal, ob der jetzt hier nach links fährt, weil wenn der nach links fährt, kannst du den rechten Weg nehmen. Wenn nicht, fährst du geradeaus.
Geradeaus weiter. Kommen wir der Kutsche gleich entgegen. Okay, dann machen wir langsamer. Aua. Tschüss. Warum schießt man da nicht? Hallo. Okay, nice. Ach so, wir müssen die fangen. Okay, ich habe die Frau hier. Ich muss aufpassen, dass sie sich hier jetzt nicht befreit, ne? Jetzt leg ich dich auf mein Pferd und bring dich weg. Ja, er hat Hast du dem jetzt deinen Hut geklaut? Ja. Ich will nicht wissen, was der mit den beiden machen möchte. Die Frau ertrinkt hier halb. Ja, ich bin gerade im Wasser und der Pferdarsch ist so weit unten, dass die Frau mit dem Kopf unter Wasser war. Ist irgend so ein Jaguar. Rivalisierte Spieler können die Zielperson klauen. Okay, ich hab meine Person jetzt gleich schon. Warum ist hier Cops? Alle drei easy wegbekommen. Aber jetzt bin ich gesucht. Tot oder lebendig? Aus bestimmt Kopfgeld, aber ich bringe jetzt erstmal die Person weg. So, jetzt nehmen wir die Zielperson und bringen die bei ihm zu Hause rein. Wo wollt ihr haben? Willst du die Zimba? Okay. Muss ich jetzt hier hinsetzen? Ich wollte die gerade auf die Couch legen, auf einmal schmeißt ihr die über die Couch. Schauen wir, was hier oben noch bei demjenigen ist. Im Lagerfeuer und so. Eine kleine Kiste, kann ich hier plündern? Schade. Dann musst du jetzt den Typ noch reinbringen. Oh, ist nichts Besonderes. Weißt du was? Okay, wo ist die hässliche Couch? Hier.
Ich wollte die eigentlich da drauflegen und der hat die einfach drüber geworfen. Also so. Genau. Kutschenüberfall. Ja. Aber Leute, wir haben schon 41 Minuten erreicht. Ihr wisst, was das heißt. Oh, ich habe einen Bonusgold bekommen für 3 Freeroam-Missionen heute erreicht. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass wir endlich wieder Red Dead zocken. Und hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein, wenn wir weiter Red Dead Redemption 2 online spielen. Bis dann und ciao. Ich sag dann.